Eins. Hallo. Ah, ich sollte nicht so hohe Geräusche machen, weil mein Mikro das nicht aufnimmt. Hi, hi, Dummkopf. Hallo. Hi, hi, hi. Ja, meins. Okay. Wir spielen Agario, um Dinge anzusprechen. Dinge, die uns alle beschäftigen. Um Deepness abzulassen. Dinge, die jeden interessieren. In Klammer 10 Abonnenten, die wir haben. Woo, 10 Abonnenten Special. Woo. It's incoming. Nochmal zur Info. Das Black Ops 2 Let's Play wird leider abgebrochen, denn ich spiele zu einer bestimmten Stelle immer in Black Ops 2. Das ist auf dem Schiff. Und genau an der gleichen Stelle stirbt es immer ab und ich habe das viermal wiederholt und jetzt mal eine Stunde. Und nach viermal hat man keinen Bock mehr. Deswegen sage ich mal, das Projekt ist leider abgebrochen. Nur auf unserem Kanal wird es jetzt ein bisschen flexibler. Wir hatten immer das Prinzip, ja, einen Tag liegt der Felix vor's Höch, einen Tag liegt der Matthias was auch, dann der Felix, dann der Matthias, dann der Felix, dann der Matthias, dann der Felix, dann der Matthias und so weiter und so fort. Und jetzt werden wir das so machen, dass vielleicht zwei Videos am Tag kommen könnten, aber das wird in den Sommerferien eigentlich eine Häufigkeit werden. Weil, ich meine, da haben wir doch alle kein Leben. Ja, auch du. Und, ja, Einer von euch da jedenfalls. draußen ist gerade am Wichsen. Jo, ich will mal los in der Zwischenzeit. Mit Matthias stinkt. Dem Oh. Blob. Ich war doch heute ge vor. Ist letzte Woche Duschen auch erlaubt? Nee. Ja, aber jedenfalls, werden jetzt nicht mehr so fixe Projekte kommen. Wenn ein fixes Projekt kommt, dann wirklich jetzt ein, keine Ahnung, wenn jetzt das neue Black Ops 3 rauskommt, damit wir da was vom Multiplayer vielleicht so eine kleine Series machen. Aber es werden immer so random Games kommen, wie keine Ahnung. Wer vielleicht mal Risen 2 zeigen, Counter-Strike wird kommen, Super Meat Boy wird vielleicht mal gezeigt. Es kann sein, dass halt Battlefield mal kommt. Das ist eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit. Jetzt halt auch Agario. Es kann sein, dass mal The Binding of Isaac kommt, Minecraft Heroes of the Storm, League of Legends und Hearthstone, Magicka Wizard Wars. Es kann einfach alles kommen. Yo! Yeah! Steam-Bibliothek aufzählen. Einmal Screenshot Steam-Bibliothek. einblenden. So, ne, warte mal, Jetzt. das war aber Und nicht ich meine hab's vergessen. Steam-Bibliothek. So, Steam-Bibliothek. Okay. Crazy. Ja, jedenfalls. Payday 2 könnte auch kommen. Das wäre ein gutes Spiel. Oder Heroes Oh, and das ist. Generals. Lucius wäre auch geil. Und Half-Life 2. The Forest. Firefall. Skyrim. Don't Starve. Wasteland. Don't Total War stop. Rome. Tomb Raider. Believe Terraria. What the fuck, Felix? Bist du ich. gerade am Ich dachte, Absisten? don't stop. Don't stop. Ja. Ja, ich weiß. Fickt euch alle. Alle. I'm out. Peace. Ach ja, übrigens. Ja, Vectob spielt Counter-Strike Global Offensive. Wow, ja, ich muss das jetzt spielen, denn wir haben uns gerade das neue DLC geholt und ich muss die Mission beenden, damit ich eine Mission anfangen kann, die auch der Felix hat, glaube ich zumindest. Und dann Ablauf den können wir gemeinsam spielen. Das wollte ich sagen. Ja, genau. Jo. Und deswegen muss ich jetzt ein paar MP-Kills machen. Ich sag, wir nehmen Agario auf. Er spielt Counter-Strike. Easy win. Egal. Auf jeden Fall, Glaubst du, ich mühe mich für die Scheiße ab? ja, kann sein. Glaubst du, ich mühe mich für YouTube ab? Glaubst du, ich will Glaubst du, die die Scheiße Klicks? juckt nicht? Also die Scheiße, die ich heute aufgenommen habe, wie ich gestern, also die kannst du da auch hochladen, das bringt bestimmt ein paar Views, also. Wenn du willst, Felix. Übrigens weiß ich, wie wir so gut Abonnenten abcashen. Ich meine, das sollten wir außerhalb der Aufnahme besprechen, aber ganz ehrlich, ich mach kurz einen Cut Ja, hier. weiß ich, Sub Ich for Sub bringen uns mach beide einfach, weiter. ja genau, ich mach einfach ganz kurz einen Cut. Ich muss mit Matthias das kurz besprechen. Ey, wir könnten ja KS-Freak mal fragen. Weil weißt ja, der wohnt hier in der Nähe und, ne? Glaubst du Was, die Aufnahme läuft ernsthaft, noch? Oh das mein Gott! funktioniert? Und er ist schon tot. Oh mein Gott, die Aufnahme läuft noch. Sie wissen, was Jetzt hier können wir vorgeht. Chaos Freak in den Text packen. Ja, auch wenn ihn keiner von uns kennt. Nee, der ist auf dieselbe Schule wie wir gegangen. Und das haben wir Und letztens ist jetzt YouTuber. Also erfahren. ich muss schon sagen, ich habe heute ein Bild von ihm in unserer Schule gesehen, Alter. Tja, Er Junge, sieht so sah frisch und scheiße Nee, der Typ sah frisch und knackig aus. Ja, frisch und knackig, wie eine Wassermelone. Wie eine wunderschöne Wassermelone. Ich muss schon sagen, der Typ, er hat Style. Er hat Nee. was ich nicht habe.
Und es ist viel. Zum Beispiel das männliche Geschlecht. Ja, Felix, du betreibst YouTube mit deiner Frau. Wow. Okay. Aber das heißt nicht, wir sind jetzt Freund und Freundin. Hey, warte, da war EA und ist von Russland gefickt worden. Ach, wieder typisch. EA wird von Russland. Ja, was weiß ich, Mann. Junge, Russland ist riesig. Ja, ich weiß eh, aber was hat EA mit Russland zu... Mann, ich bin so scheiße. Läuft. Läuft bei uns. Ach ja, Unturned wird auf jeden Fall nochmal sicher was kommen, weil ich habe eigentlich mega Bock auf das Projekt, weil es Spaß macht. Ja, und ich probiere nochmal, dass ich etwas repariere und dann irgendein Bullshit mache, wie zum Beispiel Leute umbringen. Ja, was gar nicht mal so schlecht funktioniert mit dem Spiel. Aber das allergrößte Problem ist halt gewesen, ich war die letzten bei den Aufnahmeterminen nämlich zu Hause. Und das waren die Samstage immer, in denen wir aufnehmen. Und ja, deswegen kein Videomaterial bedeutet keine Folgen. Logisch, oder? Sehr gut. Dann haben wir das auch geklärt. Jetzt können wir in Ruhe Agaria spielen. Counter-Strike. Rechtes Ei verfolgt mich nicht. What are you doing, brother? Es bin nicht ich, nein. Warte mal, fuck, ich... Felix. Yo. Wo ist mein rechtes Ei? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es spielt hier gerade in der Agario rum. Es gibt übrigens eine Agario App. Ich suchte die so hart, ne? Die bessere Frage ist, wie kommt mein linkes Ei an einen rechten? Ich bin mir nicht sicher. Oh Mann, warum bin ich so scheiße? Gebt mir mal Tipps, wenn ihr welche habt. Weil du auf unserem Kanal bist. Das könnte sehr gut sein. Ich hab nämlich der Oberpro und spiele den Scheiß im E-Sport. Wenn es für dieses Game mal ein E-Sport gibt, Alter, dann kacke ich ab. Ohne Spaß, Mann, dann gehe ich mich eingraben. Dann verbuddel ich schon unter mich der Erde. Im Garten. Ich muss schon sagen, das Würmchen hier neben mir sieht entzückend aus. Oder schönes Würmchen. Matthias, mach die Hose zu. Dieser Content. Oh, so geil. Also nur so für euch als Info, ich bin deswegen so scheiße, weil ich spiele das mit verbundenen Augen und einhändig. Einhändig spiele ich. Er spielt es mit seinem linken Ei, deswegen liegt doch mein rechtes Ei, das ist so ein Competition. Das rechte Ei sitzt an einem eigenen Rechner und killt mich die ganze Zeit. Hey, rechtes Ei, was soll ich heiße? Hey, ich weiß es nicht. Ich will nicht wecken. Nein, Mann! Ah, sorry für das, ich muss gerade mein rechtes Ei ein bisschen zusammenstützen, denn das wollte mich ficken. Vorhin. Bist du sicher, dass ich nicht war? Ja. Und ich werde jetzt einen Abkommen mit einer tiefen männlichen Stimme. Nein, war ich nicht. Ach ja, zur Sache Audioqualität wird sich auch noch was ändern. Denn ich kaufe mir ein Mikrofon. Ja, ein tolles Mikrofon. Nein. Und ich dicht, also leckt mich am Arsch, wenn die Scheiße klinge. Ja, so viel dazu. Nein, ich bin so scheiße, Mann. Ich hab mich geteilt und daneben geschossen. Alter, so sad, ne? Das ist richtig sad. Jetzt habe ich ihn gefickt. Alter, annehmen ist richtig riesig, ne? Punkt ist auch richtig riesig, ne? Alter Junge. What? Okay, Agarius. Die Seite von Agarius bin mir gerade abgekackt. Okay. Das ist scheiße. Ja, okay. Eine Round geht noch so. Was noch kommen wird, ich habe mir gerade ein Let's Play überlegt, ganz spontan, das wird auch noch folgen. Let's Play T-Com. Denn ich weiß, wer dieses umfassende, gut programmierte, ja, das könnte Stimmen wirklich mal so ein Special bringen, ne? Programm ist. Googelt es doch mal, kauft es euch. Es ist es nicht wert. Es ist es wirklich nicht, Mann. Das ist so ein behindertes Lernprogramm und das geht einem so auf die Eier. Also es ist ein Programm, mein rechtes Ei ist mir schon gegangen, denn das fliegt jetzt in der Gary rum, aber mein linkes Ei will noch da bleiben.
Da haben wir übrigens faszinierenden Content. Alter, okay. Jetzt bin ich gefickt von, jetzt reicht mir. Ne? Rage Quit und so. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Hau da rein. Und Matthias, noch was zu sagen? Du schon sagen? T-Comp ist das beste Programm, das ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Kaufen Sie jetzt T-Comp! Also, danke für 50 Cent. Gib 50 Cent an T-Comp-Entwickler. Danke für das. Danke für die Unterstützung. Tschüss und bis zum nächsten Video.